Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur«. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Alles gut, alles gut. Nichts gesagt. Oh, fantastisch aus. Das saure Kuchen? Ab ins Bett mit dir, kleines Mädchen. Wird Zeit. Wenn's wärmer wird, können wir raus spazieren. Wie der Spiegel zugedeckt ist. Ist nicht euer Ernst. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Oh. Mias Medizin seit dem Vorfall muss
Sie sich an strikte Diät halten. Der Spiegel geht auch nicht. Super. Deine Mama und ich lieben dieses Lied. Was da, meine Kleine? Oder Album. Wie viele Seiten sind das? Kann aber nicht ranzoomen oder so was, ne? Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Überleben an der Waffe, Handhabung. Das, was ich gesehen habe. Schwere Geschütze in Kampfsituationen von Joseph. Oh, hallo, kleine Rose. So, chillt sie wieder. Rosemary Winter. Untersuchungen, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe, keine Auffälligkeiten. Kind ist bei guter Gesundheit, sonstige Bemerkungen. Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Er befiehlt Memorial Krankenhaus. Kein Grund zur Sorge. 6.2.2021. Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch. Da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Guck mal, ich hatte schon eine Ahnung, dass irgendwas nicht stimmt, ne? Werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ja, der hat da so eine Ahnung, ne? Der hat da so eine Ahnung. Darf deine Mama nicht warten lassen. Wütend ist sie zum Fürchten. Die Sachen, die Rose morgen anziehen soll. Okay. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Kann nur so abspeeden. Wozu habe ich denn eigentlich noch? Als Weshalb sie dir Erinnerung. Sorge? Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Die Architektur osteuropäischer Bogen und Wehrtürme in historischer Sicht. Ursache des Gift. Gasvorfalls in Dan Dalwe?
geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigem Gas in Dalhousie, Louisiana im Jahre 2017 wurden am 18. diesen Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches in dem Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Und Jack Baker, 57, und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Mit Ethan und Mia Winter sollen sich zur Zeit des Unglücks zwei weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar ist. Ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Ja, wollen die wegreißen? Was ist das hier überhaupt für ein Zimmer? Schlafzimmer sind nicht, oder? Warum haben die eigentlich hier so viele Couchen und Sessel? Überall steht ein Sessel, den sie wahrscheinlich nicht mal benutzen. Hier ein Sessel, da hinten ein Sessel, eine Couch, da ist noch ein Sessel. In dem Zimmer ist auch noch eine Couch. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Huh? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose... Jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Oh Gott! Chris! Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Los, Bewegung! Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schaff den hier raus. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia,
Mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Say what? My little angel. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist schon da. Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Das ist ein sicherer Kanal. Ja, dann solltest du vielleicht nicht auf mein Handy anrufen. Wie wird denn damit? Nicht mehr zu gebrauchen. Missionsziele. Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen, Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. So. Ich sehe nur einen. Wo ist der zweite? Ist der zweite noch vorne drin? Mann, nicht. Ganz schön dunkel, ne? Zeh ist ducken. Oder sie ist schon verletzt, siehst du. Vogel, tote Vogel. Vogel. Mal die hier hinten in der Ecke, wie hat er das denn geschafft? Er ist einfach durch den Stein durchgeglitscht. Oh, nimm die Fische mit. Ich wollte beim Duke verkaufen, eigentlich. Oh, so dunkel hier, ja, what the heck. Excuse me. Das ist aber sehr dunkel, ne? Holy shit. Mir geht das beschissen. Gute Besserung, Mädchen. Damit du Bescheid weißt, bin im Lurk und ruhe mich aus. Vielen Dank für deinen Lurk, Mädchen. Und wie gesagt, gute Besserung, ne? Hast du Corona oder was? Hast du mal einen Test gemacht? Nicht, dass du scheiß Corona hast, ey. Wasser sparen. Tabletten.
eine Oma. Eine Spindel. Ist eine Grippe. Ja. Wie gesagt, großes Mädchen. Gute Besserung. Wenn ich mache dann nochmal ein Erkältungsbad oder so, vielleicht hilft es dir. Obwohl man wahrscheinlich eher kalt oder also man wäre kalt baden oder kalt duschen müsste, wa? Damit der Körper von innen heraus wärmt und somit den Virus tötet. Weil wenn man nämlich heiß badet oder heiß duscht, dann kühlt der Körper von innen heraus. Was natürlich wieder zum Vorteil für den Virus ist, weil er dann nicht stirbt. Oh, hier ist Blut. Sagen, keiner hinter mir, was ist los? Hallo? Hallo? Ich hab Knoblauch und ich werde ihn einsetzen. Oh. Der hat das Geweih kaputt gemacht. Fotorealismus, ja. Sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber okay. Okay, durchkrabbeln. Da passt er durch. Heftig. Also von mir ist das Blut nicht. Und es ist Tag geworden, Mann. Ist das passiert? Ich weiß ja nicht, wie nah wir am Äquator sind, ne? Aber je näher wir dran sind am Äquator, desto schneller geht die Sonne auf und unter. Da kann man, könnte das mal passieren. Okay, zurück geht nicht. Es schneit. Es schneit. Ja. Okay, rüber springt er von ganz alleine. Muss mal gucken, was für Waffen ich hab, ne? Wo zum Teufel bin ich? Kann man alle Gebiete jetzt schon sehen? Also da hinten ist Heisenberg. Der Fischtyp. Das einzige Gebiet, was du jetzt nicht sehen kannst, ist doch... Was ist das da? Nee, ne? Das Puppenhaus-Ding? Kann ich jetzt nicht sehen. Keine Ahnung. Ach, das geht hier gar nicht runter. Accidentally richtig. Schon viel zu lange her wieder, ey. Aber das könnte auch ein Dark Souls Schloss sein, oder? Jetzt mal ernsthaft. In meinen Augenwinkel sehe ich schon wieder, dass der Stream ein bisschen leckt. Ist das bei euch auch so? Sind Sie unterwegs? Was hab ich denn hier? Was hab ich denn hier alles? Was ist das denn, ey?
Was ist mit dem Sound? Ist der so okay? Also kommt ein bisschen spät die Frage, aber... Ist er noch in Ordnung oder kann er ruhig ein bisschen lauter? Musik können wir auf jeden Fall mal lauter machen, komm. Machen wir einfach mal auf 35. Ich spiele es gerade auf 30. Ich mache einfach mal auf 35. 35. Oh, die armen Eier, ey. Irgendetwas fehlt. Wo fehlen? Meine Waffe fehlt. Jetzt sind noch Bretter davor. Okay. Ist wie mit dem Spiegel, ne? Der Spiegel war im... Bei dem Winters im Haus abgedeckt. Da war einfach so... Wie so, einfach so Bettlaken drüber. Und wegen, nein, du darfst dich nicht angucken, Ethan. Das geht nur mit einer Mod. Und die hast du nicht drauf. Was hat das hier verloren? Keine Ahnung. Sieht aus wie das Kuscheltier, ne? Oh, die haben dasselbe Bild. Interessant. Einmal im Kreis gelaufen, wa? Naja, macht ja nichts. Aber hier kommen noch gar keine Gegner, oder? Köpfe. Zeremonienplatz, Werkstatt, Rito. Aber schon geil, wie so eine gewisse Stimmung jetzt schon aufbauen, ne? Hausbesitzer vermisst, bis so weiteres kein Zutritt. Wir jetzt hier schon so eine gewisse Stimmung etablieren. Schon echt geil. Ist das hier diese Superwaffe? Verschieben? Geht das denn hier verschieben? Sch
Shift. Holy shit. Really? Sind Sie einfach weggelaufen? Schön rostig, oder? Der Herd. Hallo? Ist denn hier keiner? Was ist das denn für ein Tier? Nicht schießen! Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Ich habe keine Waffen. Nehmen Sie die! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Das ist jetzt okay so? Oh, shit. Dankeschön für das Feedback. Mist, noch mehr. Und alles Brüder und Geschwister hier. Die sehen alle gleich aus. Der sieht aus wie der. Gottverdammte. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Das ist wirklich Copy-Paste, ne? Das sind nur drei Models hier. Alle Copy-Paste. Wächst wieder nach. Nein! Ach, das ist eine Schrotflinte. Was zum Teufel? Das ist eine Schrotflinte. Nice. Ich liebe Schrotflinte. Irgendetwas fehlt. Das heißt geblockt. Okay. Der Bolzenschneider. Nice. Und Leiche ist weg. Laut plus Chemikalie ist doch... Stimmt. Ah, okay. 15 Dinge habe ich davon, krass. 41... Okay.
Gibt's wohl keine mit. Ich habe 51 Kräuter bei. Aber das ist halt so ein Life-Improvement, ne, wo ich sagen kann, ja, okay, das ist halt gut. Damit du die Kräuter nicht auch nochmal extra in den Koffer reinpacken kannst, hast du nochmal so ein extra Ding. Wahrscheinlich tut der Duke die Kräuter lagern so lange oder so. Keine Ahnung, wie das da funktioniert. Aber ich finde das schon deutlich besser, als wenn die Kräuter und die Chemikalien auch noch irgendwie Platz wegnehmen. Ist irgendwie blöd. Nichts passiert. Na gut. Irgendjemand hat hier runtergeschissen. Oh, nice. Na, wenn die ja wirklich keinen Slot wegnehmen, ne, kann ich die ja wirklich. Kann ich ja alles einsammeln. Die Muni kann ich dann an den Duke verkaufen, ne? Ist es vorbei? Ich würde sagen, ja, ist vorbei. Ja, deine Hand, ey. Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Auf zu Luisas Haus. Oh, die haben mir die Dinge gebrochen. Den Kopf packen. Da. Könnte man nicht auch gucken? Verdammt. Könnte man denn immer sehen, wo noch Loot war, ne? Ich wollte gerade sagen, wo seid ihr denn? Wie schnell der herangekommen ist. Als wenn der kuscheln wollte. Es nimmt kein Ende. Hat's gereicht? Ja, jetzt aber. Ich habe immer Schiss, dass von rechts auch noch einer kommt. Aber im Prinzip kommen die doch nur von da vorne rein, oder? Ja.
komm doch noch näher, ey. War das nicht so, dass er nach einer bestimmten Zeit irgendwie das weitergeht? Das ist doch hier so ein Autoscroller, wenn ich mich recht erinnere, oder? Alter, hau mal ab. Was ist denn der? Also. Aua. Die Waffe hat manchmal Schusshemmung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Drückt manchmal nicht ab. Ich sag jetzt nicht, meine Maus macht jetzt auch langsam die Gerätsche. So komisch, ne, mit dem Pferden. Könnte vom Bloodborne sein, der Typ, ne? Was zum Geier war denn das? Erstmal aus dem Wasser raus. Mienchen! Was macht dein Mienchen schon hier? Nicht mehr bewusst, dass man ja auch mit der F-Taste die Dinger da zerstören kann. Dadurch dann nicht extra auf das Messer wechseln muss oder so. Das war mir ja gar nicht mehr bewusst, ey. Finde ich aber auch gut. Da muss man nicht selber mal ständig hin und her wechseln. Habe ich die alle getötet und nicht eingesammelt? What the heck? Gar nix.
Was machen? Da fehlt uns irgendwas. Hier liegt noch was. Was ist es? Rostige Reste. Wahrscheinlich für Schrotzemoni, oder? Ein Ausrufezeichen. Kann ich das nicht bewegen? Wie kann ich das dann bewegen? Ach, ich muss die... Ich muss... Da ist noch was drin hier. Ich hab was vergessen. Nein. Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Da draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? What the fuck? Oh, große Lykan, sagenhafte Wolfsmonster von einst, möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen, möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Ja, nur ohne mich, okay? Mollet. Ist schön. Das war aber voll getroffen in den Sack. Hier ist Blocken, okay. Blocken.
Muss ich mir auch erstmal wieder angewöhnen, wa? Blocken. Irgendetwas fehlt. Oh. Rostige Reste. Wir mir so nur so vor, oder sind die Schritte hier extra leise? Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und unserer Bewohner. Wer sie zerstört, dem möge der Zorn Mutter Mirendas ereilen. Ich glaube, die habe ich alles schon gefunden, ne? Die brauchen wir nicht nochmal machen. Vor allen Dingen sind die auch gar nicht mehr da, habe ich gerade gesehen. Festung, Friedhof, Sägewerk. Sägewerk und Festung. In die Richtung. Ist aber dicht. Drei Flüge und ein Embryo. Beziehungsweise sechs Flüge. Wir brauchen nochmal einen Brunnen, okay. Jungfernfragment. Fehlt uns trotzdem noch eins. So, wir sind jetzt hier. Olivier ist da drüben. Sollte Unglück über das Dorf hineinbrechen, finden die zwei Relieffragmente eins in der Kirche und ein in Lucias Haus. Oh, das ist ja einfach. Ein Kassettenrekorder. Okay, ich dachte, ich hätte gerade so eine Figur gehört. So. Durch dieses Klappern, dieses Klick. Klick. Aber wir haben ja eh schon alle. Wir haben ja eh schon alle. Na, sag schon. Figuren. Höre sie, aber sehe sie nicht. Kann man die denn überhaupt besiegen? Aua. In your face.
in your face. So, doch, ich sehe dich nicht mehr. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Dann gehen wir doch hier hinten lang, oder? Schon mal markieren, mitnehmen. Chemikalien auf dem Klo, ja. Also bitter nötig. Ich glaube nicht, dass die irgendwelche Scheiße abholen.